Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit dir. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. In den vergangenen Wochen durfte ich euch zeigen, mit was für großartigen Liturginnen und Liturgen ich zusammenarbeiten darf. Der heutige Wochenspruch passt auch wunderbar dazu, denn er lautet aus dem Römerbrief: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Wenn man bedenkt, dass wir alle Kinder Gottes sind, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass der Geist Gottes uns alle treibt. Darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext, um das Wirken Gottes und die Veränderung, die dadurch möglich wird, wenn man ihn zulässt. Und deswegen lese ich die drei Strophen aus unserem ersten Lied: Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier. O Jesus, Jesus, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Zion streut dir Psalmen und grüne Zweige hin, und ich will dir im Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis, und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures Armes Macht. Er kommt mit Willen, ist voller Liebe und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Der heutige Psalm trägt die Nummer 73 und in unserem evangelischen Gesangbuch ist er zu finden unter der Nummer 733. Du bist Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Veränderung. Ein neues Jahr bietet die Möglichkeit, vieles anders zu machen. Genau hier liegt aber auch meine Angst. Bin ich bereit für diese Veränderungen, Gott?
Ich hinterfrage nicht nur mich, sondern auch dich, denn ich habe Angst. Ich habe Angst davor, deinen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Diese Angst wird zu einem Druck, den ich mir selbst auflade. Hier brauche ich immer wieder das Gefühl deiner tröstenden Gegenwart. Denn sie hilft mir zu begreifen, dass dieser Druck nicht von dir kommt. Und deswegen rufe ich zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, du selbst hast dich verändert für uns. Du, der du ewig und allmächtig bist, hast dich klein und schwach gemacht. Aus Liebe zu uns bist du selbst Mensch geworden und hast gezeigt, dass Veränderung ein Teil des Lebens ist, ein Teil des Lebens, das du mit uns Menschen geteilt hast. Deswegen bitte ich dich um Mut, um Zuversicht und vielleicht auch manchmal den nötigen Schubser, um mich der Veränderung und deinem Wirken zu öffnen. Darum bitte ich durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bruder vor dir. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag befindet sich im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Insel warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost,
lasse ich es euch hören. An dieser Stelle kommt unser Glaubensbekenntnis. Es ist ein wunderschönes Glaubensbekenntnis und eine großartige Möglichkeit, gemeinsam als Gemeinde mit einer Stimme zu sprechen und zu beten. Für den Monat Jänner habe ich mir etwas anderes überlegt und möchte damit heute den Anfang machen. Ein Glaubensbekenntnis, das wir gemeinsam mit der Jugend ausgearbeitet haben, und eine Einladung an dich und euch, euch zu überlegen, mit welchen Worten möchtest du deinem Glauben Ausdruck verleihen, und vielleicht möchtest du ihn mit mir teilen, damit ich in den kommenden Wochen im Jänner dein ganz persönliches Bekenntnis und Zeugnis deines Glaubens vorlesen werde. Den Anfang machen wir heute mit dem Glaubensbekenntnis aus der Jugendarbeit. Ich glaube, dass du anders bist, Gott, als wir denken, dass du dich niemals festschreiben lässt in eine Gestalt oder ein Bild. Ich glaube an dich, heilige Kraft, die Mutter und Vater für uns ist, in Weisheit und Güte. Ich glaube, dass du die Erde geschaffen hast und dass du weiter Leben schenkst, auch wenn wir es nicht sehen. Ich glaube an Jesus von Nazareth, der aus dir und in dir lebt, deinen Sohn, unseren Bruder. Maria hat ihn geboren und du hast ihn aus dem Tod erweckt in ein unvergängliches Leben mit dir. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Schöpferin der Liebe, die unsere christlichen Kirchen verwandelt und unsere Herzen öffnet. Ich glaube, dass du jede und jeden annimmst, ob Frau oder Mann, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich. Ich glaube, dass du uns durch den Tunnel des Todes in ein neues Leben rufst. Amen. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der die Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was auch kommen mag. Gott, du bist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, das heurige Jahr 2021 ist mittlerweile schon ganz gut angerollt, und so könnte man einmal langsam die Frage stellen: Hast du dir einen Plan für dieses Jahr gemacht? Was sind deine Vorhaben? Möchtest du eine Veränderung einleiten oder passt das System vom letzten Jahr auch für das neue Jahr noch? So ein Kalenderjahr ist eigentlich eine spannende Sache, denn es bietet die Möglichkeit, noch einmal ganz neu oder zumindest anders anzusetzen. Und genau dieses Stichwort, Veränderung,
ist doch etwas, das den Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom bewegt. Ganz besonders in unserem heutigen Predigttext, dem Kapitel 12 mit den Versen 1 bis 8. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halt, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Gerade einmal 8 Verse und trotzdem steckt so viel in dem heutigen Predigttext drinnen. Denn es ist nicht einfach nur die Gedanken, die Paulus sich gemacht hat, die er hier verarbeitet und versucht, den Gemeinden zu vermitteln. Es ist auch noch eine Erzählung aus dem Alten Testament, die Paulus hier in einer ganz neuen Version aufarbeitet. Am kommenden Samstag wird in den Synagogen die Textpassage aus Exodus, Kapitel 6, Vers 2 bis Kapitel 9, Vers 35 gelesen. Es geht dabei darum, wie Mose zum ägyptischen Pharao geht, um ihn und dem israelitischen Volk zu erzählen, dass Gott beschlossen hat, sein Volk zu befreien. Bevor ich mich jetzt allerdings in der Erklärung aus dem Alten Testament verliere, noch einmal kurz die Erklärung, wie ich auf diesen Vergleich gekommen bin. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die biblischen Texte nicht einfach nur für sich genommen, alleine und isoliert sind, sondern in einer Wechselbeziehung untereinander stehen und wie wichtig die einzelnen Worte in einem biblischen Text wirklich sein können, was für eine Bedeutung sie noch einmal greifbar machen. Paulus verwendet im 2. Vers das Wort Nous. Es wird im Deutschen mit Sinn oder Herz übersetzt. Und dieses Wort Nous wird in der griechischen Übersetzung der Tora nur ein einziges Mal verwendet, nämlich genau an dem Punkt, an dem es darum geht, dass der Pharao einen verstockten Sinn bzw. ein verstocktes Herz hat. Aber nicht nur das, auch inhaltlich ähneln sich diese beiden Texte, denn es geht im Kern darum, wie Gottes Wirken eine Veränderung in der Welt erzielen kann. Und damit noch einmal zurück zu Mose. Er geht zum Pharao und zu den Israeliten und bei beiden Parteien stößt er auf Widerstand. Beim Pharao ist dieser Widerstand relativ offensichtlich und einleuchtend, denn der Herrscher möchte seine Sklaven nicht freigeben. In der Predigt letzte Woche ging es dabei darum, dass der Pharao unbarmherzig ist, dass er ein verstocktes Herz hat. Paulus geht davon aus, dass der Pharao arrogant ist, dass er hochmütig ist, dass er sich mächtiger und weiser hält, als er es tatsächlich ist. Paulus nimmt es in seinem Brief so auf, dass sich niemand mächtiger oder weiser halten soll, als er oder sie es tatsächlich ist. Denn ein solches Denken verhindert das Wirken Gottes. Wie soll ich mich verändern, wenn ich bereits davon überzeugt bin, die Spitze der Evolution zu sein? Wie soll ich meine Perspektive auf die Dinge ändern, wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Sicht die einzig wahre
und richtige ist. Der Pharao ist ein Beispiel für das Denken, ich weiß alles besser. Aber Paulus schreibt nicht dem Pharao, er schreibt den Gemeinden. Und das tut er aus einem ganz bestimmten Grund. Denn gerade hier in den Gemeinden wäre es umso katastrophaler, wenn sich der Hochmut plötzlich ausbreiten würde. Denn dann wäre nicht nur dem Wirken Gottes etwas in den Weg gestellt, sondern das Wachstum der Gemeinde selbst ist bedroht. Hier, wo so viele verschiedene Meinungen, Wünschen und Hoffnungen aufeinander prallen, ist genau diese Freiheit zur Entwicklung wichtig. Denn andernfalls kann es dazu kommen, dass Gemeindemitglieder, denen wir eigentlich dabei helfen wollen zu wachsen, unterdrückt werden. Oder dass andere Menschen, die sich unserer Gemeinde annähern wollen, plötzlich verschreckt und vertrieben werden. Aber nicht nur der Hochmut steht dem Wirken Gottes im Weg. Noch etwas anderes. Mose geht ja auch nicht nur zum Pharao, er geht auch zu den Israeliten und interessanterweise, auch sie sind nicht unbedingt kooperativ. Bei ihnen ist es allerdings nicht der Hochmut, der dem Wirken Gottes im Weg steht, sondern praktisch das komplette Gegenteil. Die Unsicherheit und die Angst, vielleicht sogar auch noch der Druck von außen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ägypter sie ermutigt haben werden, Mose und Gott hier zu folgen. Aber was muss das eigentlich für ein Kampf in den Israeliten gewesen sein? So lange beten sie zu Gott, hoffen darauf, erlöst zu werden, aus der Sklaverei befreit zu werden. Dann ist es endlich soweit und offensichtlich trauen sie dem Ganzen nicht. Aus Angst, aus Unsicherheit, aus Druck von außen, aber sie zögern. Sie zögern, wenn es darum geht, Ja zu sagen und sich bereit zu machen für die Veränderung, für das Wirken Gottes. Und genau diese Unsicherheit, diese Angst, dieses Zögern ist es, was Paulus in dem Brief wieder aufnimmt. Er ermutigt, aber er fordert die Gemeinden auch auf. Mach etwas. Wer dazu fähig ist, der tu auch das, wozu er fähig ist. Hab keine Angst. Mein Superintendent hat etwas Ähnliches zu mir während meiner Ordination gesagt. Du wirst es können, weil wir es dir einfach zutrauen. Ich bin Lars unheimlich dankbar für diese Worte, denn es sind genau die Worte, die wir viel öfter unseren Mitmenschen zusprechen sollten. Denn was den Elan, die Ambition, den Ehrgeiz drosselt, ihm im Weg steht und manchmal vielleicht sogar erstickt, ist die Unsicherheit, die Angst. Wenn ich mich darin verliere zu fragen, was wäre wenn? Soll ich das? Kann ich das? Darf ich das? Was wäre, wenn ich das mache? Was wäre, wenn es schief geht? Es sind genau diese Was-wäre-wenn-Fragen, die man in der Theorie in so ziemlich jede Richtung beantworten kann. Von fantastischen Erfolgen bis hin zu kolossalen Fehlschlägen. Und genau in dieser Unsicherheit, mit der Frage, was wäre wenn, tut der Zuspruch eines anderen so gut. Er ermutigt mich, er bestätigt mich und in gewisser Weise gibt er vielleicht auch den nötigen Schubser, damit ich aus dem Was wäre wenn schließlich ein So ist es geworden machen kann. Paulus verarbeitet seine Erfahrungen. Zum einen die, die er selbst gemacht hat, zum anderen die, über die er gelesen und die er gelernt hat. Im 12. Kapitel des Römerbriefes geht es um den Hochmut, um die Unsicherheit und um die Veränderung, die geschehen kann, wenn man diese beiden aus dem Weg geräumt hat. Wo bleibt Gott in all dem? Das ist diese eine Frage, die aber auch eine Gefahr mit sich bringt, auf die Paulus hinweist und vor der er auch warnen möchte. Unsere lutherische Übersetzung macht es allerdings ein kleines bisschen schwierig, diese Warnung auch zu sehen als solche. Deswegen kurz der Vergleich zu einer anderen Übersetzung. In der Luther-Übersetzung wird so übersetzt: Und seid nicht gleichförmig
und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und die Elberfelder Übersetzung, die sich etwas stärker an dem griechischen Originaltext orientiert und die ich gerade fast zuerst gelesen hätte, und seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Es ist ein einfacher Unterschied von aktiv zu passiv und trotzdem ein kolossaler Unterschied in seiner Bedeutung. Paulus möchte die Gemeinden nicht dazu drängen, dass die Leserinnen und Leser plötzlich anfangen, ständig an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu verändern und vielleicht überfordert werden dadurch, sondern es ist eine Entlastung. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht an mir oder an uns Menschen insgesamt, für jede Veränderung selbst verantwortlich zu sein und sie zu bewegen. Es ist das Gleiche, was Mose versucht hat, dem Pharao und dem Volk der Israeliten nahezubringen. Es geht nicht darum, dass du dich verändern musst, sondern dass du dazu eingeladen bist, dich für das Wirken Gottes zu öffnen, damit die Veränderung eintreten kann. Es geht nicht um den Zwang, sondern um die Möglichkeit und die Einladung. Wir dürfen uns darauf vertrauen, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott und sein Wirken in, an und um uns stattfindet. Eine ganze Predigt und letztendlich kann man sie in diesem Satz zusammenfassen. Und es ist wirklich so einfach, denn Gottes Weg ist so unkompliziert. Naja, zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis, wie Paulus auch in seinem Brief thematisiert, kommen andere Faktoren dazwischen. Der Hochmut, die Unsicherheit, die Angst und der Zeitgeist. Seid nicht gleichförmig dem Zeitgeist. Oder mit den Worten Luthers, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gemeint, wenn ich es in der heutigen Sprache übersetzen würde, lauf nicht jedem Trend hinterher und verbiege dich danach. Paulus möchte die Gemeinden hier warnen. Bei all den Dingen, die uns im Leben verändern, bei all dem, was uns beeinflusst, sei dir bewusst, wer oder was gerade an dir wirkt. Wenn der Apostel das seinen Gemeinden damals schon nahelegt, wie viel wichtiger ist das dann erst heute, in der Zeit, wo ein Online-Trend schneller den anderen ablöst, als ein Monat in den anderen übergeht? Wie viel wichtiger ist es am Beginn eines neuen Jahres, wo sich so viel verändert? Ein neues Jahr bedeutet Veränderungen. Bei mir, in der Natur und in unserer Gesellschaft. Diese Veränderungen sind nicht positiv und negativ. Sie sind anders. Der Apostel Paulus möchte uns hier Mut machen, aber auch uns auffordern. Er möchte uns Mut machen, für die Veränderung offen zu sein, für das Wirken Gottes in, an und um uns. Gleichzeitig aber auch, dass wir dieser Veränderung, diesem Wirken Gottes bewusst entgegengehen, damit sich dieses Wirken auch wirklich und wahrhaftig entfalten kann. Amen. Thank you.
Gott, du willst, dass unser Leben gelingt. Du willst uns verändern in eine neue Identität hinein, in der wir nicht getrieben sind durch ein besser, schneller oder größer, sondern aus der heraus wir ich sein dürfen. Ich, ganz und gar so, wie ich bin. Du ermutigst uns heute durch die Worte des Paulus, dass wir uns in unserer Identität verändern lassen, dass wir aufhören, uns selbst mit dem Druck zu belasten, perfekt sein zu wollen, denn mit deinem Geist sind wir bereits wunderbar. Wir ahnen, dass dies auch mit Schmerzen zu tun hat. Das wollen wir vermeiden, auch wenn es dazugehört, um wachsen zu können. Wir ahnen, hoffen und vertrauen darauf, dass du uns in unserem Alltag begegnest und gerade auch die Erfahrungen mit uns teilst, in denen wir fallen, verzweifeln und vielleicht nicht immer die Guten sind. All das, um uns zu verändern. Mit dir verändert sich unser Leben immer wieder, denn du bist der Schöpfer des Lebens und der Veränderung. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe es vorhin beim Glaubensbekenntnis schon einmal kurz erwähnt, deswegen noch einmal ganz herzliche Einladung. Wenn du dir Gedanken um den Glauben einmal gemacht hast, von denen du dir denkst, die möchte ich gerne mit den Menschen teilen. Diese Worte meines Glaubens wären schön in einem Gottesdienst Verwendung zu finden. Bitte gerne. Du kannst dich auch gerne mit mir in Verbindung setzen, damit wir gemeinsam schauen können, welche Formulierungen passen für dich besser. Welche Formulierungen hast du dir ausgedacht und womit können wir gemeinsam arbeiten? Ich bin gespannt, welche Glaubensbekenntnisse wir im Jänner noch alle hören werden und freue mich darauf, gemeinsam mit dir und euch diese nächsten Gottesdienste auf eine ganz besondere Art und Weise zu gestalten. Für diese Gedankenprozesse und für die Arbeit und Freuden in der neuen Woche, geh gestärkt mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.